Felix Götze, Neuzugang beim FC Augsburg, kommst von Bayern. Danke, dass du einspringst. Gerne. Nachdem gerne, wir eigentlich mit Simon was ausgemacht haben. Wie hast du dich denn hier schon eingelebt in Augsburg? Jetzt in der Mannschaft oder? Ja, in der Mannschaft. In der Mannschaft super. Also alle haben mich super aufgenommen. Wie gesagt, ich finde es faszinierend eigentlich, dass man mit jedem reden kann. Also jeder Einzelne quatscht mit einem, redet mit einem, gibt einem Tipps. Ich weiß nicht, ob es außerhalb des Platzes ist oder auf dem Platz. Genau, also alle sind nett, alle sympathisch. Also ich fühle mich richtig wohl, muss ich sagen. Ja. Jetzt ist die lange Sommerpause bald vorbei. Ihr habt jetzt am Wochenende noch ein Spiel gegen Bilbao. Dann kommt der DFB-Pokal. Kribbelt schon? Hat man da wieder Lust drauf? Ja, klar. Also es war eine relativ lange Vorbereitung jetzt auch. Normalerweise ist das noch etwas kürzer. Aber man freut sich natürlich, wenn es dann richtig losgeht. Ich meine, jeder spielt lieber darum, wenn es dann wirklich um Punkte geht, als nur ein Freundschaftsspiel. Aber natürlich werden wir auch die Spiele ernst nehmen und Gas geben und dann hoffentlich die Generalprobe sozusagen bestehen. Du kommst von den Bayern, hast du auch in der zweiten Mannschaft gespielt, warst auch häufiger mal bei der ersten Mannschaft dabei, hast viel in der Jugend dort verbracht. Wo siehst du eigentlich die größeren Unterschiede im Jugend- und Herrenbereich? Ja, auf jeden Fall das Körperliche, die Schnelligkeit. Man muss viel schneller, man hat nicht so viel Zeit nachzudenken, schneller agieren, schneller reagieren. Genau, das finde ich eigentlich ist mit der größte Unterschied. Einfach die Schnelligkeit im Spiel. Also es geht, man hat nicht so lange Zeit zu überlegen, wo man als nächstes hinspielt, sondern man muss das schon vorher wissen, bevor man den Ball überhaupt bekommt. Und genau, das sind so die größten Unterschiede. Aber kommt man relativ gut rein und klar muss man halt einfach weiter trainieren, lernen und da gewöhnt man sich dann ab einer bestimmten Zeit dran. Ja. Reise machen zum 14. Juli war es bei uns, glaube ich. Ja, 14. Juli war es bei uns. 2014 WM-Finale. Ja. Dein großer Bruder hat es geschossen. Wie war die Stimmung im Hause Götze? Im Hause Götze, ja, war super. Wir haben alle zusammen geschaut. Also Mutter, Vater, mein großer Bruder, ich. Wir haben zusammen geguckt. Oben bei Mario, der mit Fabian zusammen, also sozusagen in seiner Wohnung eigentlich. Haben zusammen geguckt und als er das Tor geschossen hat, natürlich wussten wir auch nicht so genau, was jetzt gerade geschieht. Mein Bruder ist rausgerannt, hat die Tür aufgerissen, hat rumgeschrien und war schon lustig und auch cool. Und wir waren natürlich stolz und einfach nur Spaß gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Welchen Einfluss hat denn dein Bruder auf deine Fußballkarriere? Das heißt ja immer irgendwie, dass man viel mit den Kontakt machen kann überall, aber hat dein Bruder da so einen großen Einfluss drauf? Ja, natürlich generell einfach auch von früher. Man hat dann immer, wir hatten im Garten Wiese, wir hatten unten im Keller hatten wir extra Tore stehen, wo wir halt immer miteinander gespielt haben. Also ich wäre nie der geworden, wenn meine beiden Brüder nicht da gewesen wären, wenn ich nicht immer mit denen hätte spielen können. Und auch jetzt schaue seine Spiele, versuche da was mitzunehmen und dann genau einfach von ihm auch zu lernen. Er war ja lange Zeit bei Dortmund, ist jetzt wieder. Du warst auch bei Dortmund. Wie prägend ist so eine Zeit in der Jugend im Internat? Ich stelle mir das so etwas schwierig vor. Du kommst ja aus Bayern, ne? Du bist ja auch in Bayern geboren. Nee, ich nicht. Ah, nee, du kommst da. Nee, also wir sind, als ich gerade geboren wurde, sind wir gerade nach Dortmund gekommen. Okay. Also ich bin noch in Dortmund geboren, aber meine ganze restliche Familie halt alle aus dem Allgäu. Natürlich, die Zeit ist schon prägend, sage ich mal. Also es war cool, also, es war aber auch nicht ganz so schlimm, wie manche ziehen ja hin ohne ihre Familie und wir hatten unsere Eltern und das war dann eigentlich gar kein Problem. Ja, stimmt, da hast du auch den Vorteil, auch als du dann bei Bayern warst, war ja dann auch der Mario da, Fabian dürfte genau, bei Fabian. Dem Zeitpunkt auch da gewesen sein. Ja. Der ist ja jetzt Trainer, habe ich mitgekriegt, bei Unterhaching. Genau, der hat jetzt angefangen, also der ist jetzt macht gerade die ersten Schritte und so, aber es macht ihm richtig Spaß und genau, mal sehen, wie sich das so entwickelt. Ne? Wie kommt es, dass man dass man jetzt in so einer Fußballerfamilie wohnt, wo jeder der Brüder sich als Bundesliga-Profi irgendwo etabliert? Also dritte Liga ist jetzt auch keine schlechte Liga. Wie kommt es? Gene oder irgendwie? Weiß ich, also bei uns hat Sport generell schon eine Riesenrolle gespielt. Also Fußball jetzt nicht im Spezifischen, weil meine beiden Eltern eigentlich Tennis gespielt haben. Ich weiß ja noch nicht genau, wie die auf Fußball gekommen sind. Weiß ich nicht, also da hat Fabian anscheinend angefangen und dem hat es gefallen und dann wurde uns das einfach mit in die Wiege gelegt und auch einfach
dass wir halt zu dritt einfach spielen konnten und so, hat uns natürlich viel weitergebracht, wodurch wir halt drei dann eine gewisse Qualität entwickelt haben und wir haben uns halt einfach selbst sozusagen gepusht aufs beste Niveau. Genau. Du stehst jetzt vor deiner ersten Profisaison. Was erhoffst du dir von der Saison? Einfach die ersten Schritte auch in der Bundesliga zu machen. Natürlich hat man überall Konkurrenz, man muss geduldig sein und das werde ich auf jeden Fall sein. Ich werde immer 100% geben, ob es im Training ist, dann halt im Spiel. Genau, will mich einfach etablieren, so viel spielen wie möglich und Spaß haben, was immer das Wichtigste ist. Genau. Gibt es da irgendein Spiel, wo du schon hinblickst und sagst, da möchte ich unbedingt spielen? Ja, natürlich, gegen Dortmund natürlich. Ja, okay, darauf wollte ich hin. Schwer, da was anderes zu sagen. Also, einen Platz zu stehen und auch einfach würde mich stolz machen und ihn glaube ich auch und einfach wäre einfach eine coole Sache. Ja. Zeigst du dann Mario, wer der Chef im Haus ist? Oder? Haben wir vorgenommen, ihn dann gleich im ersten Zweikampf umzuhauen. Nein, Spaß. Nee, keine Ahnung. Schauen wir mal, wie sich das dann so entwickelt. Also. Jetzt steht, wie gesagt, nächste Woche der DFB-Pokal an. Es geht gegen einen Regionalligisten, TSV Steinbach-Haiger. Die sind da aktuell, oder ja, ich glaube Haiger heißen die. Haiger. Die sind aktuell Tabellenführer in ihrer Liga. In der Regionalliga Südwest. Augsburg ist ja jetzt im letzten Jahr in der ersten Runde gegen Magdeburg rausgeflogen. Mhm. Wie geht ihr dieses Spiel an und was speziell erhoffst du dir von diesem Spiel? Ja, wir gehen das Spiel genauso an, wie wir alle Spiele in der Saison angehen werden. Also mit 100% Fokus, würde ich sagen, 100% Konzentration. Wie gesagt, auch dann letztes Jahr gegen Magdeburg hat es halt nicht so geklappt. Das will man natürlich jetzt wegmachen, sage ich mal. Und ja, natürlich darf man auch so eine Mannschaft nicht unterschätzen, weil da immer mal ein Ding durchrutschen kann und so weiter. Nee, aber wir müssen einfach Gas geben und dann denke ich, das dürfte klappen. Dann bleiben wir kurz mal beim Jugendbereich. Der FCA ist ja bekannt für eine erfolgreiche Alter von 17 Jahren, 107 Tage sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Im Wintertrainingslager waren dann Kevin Damsoro, Mario Rösch und Josef Stanic auch mit dabei. Was macht der FCA in dieser Hinsicht anders als viele andere Vereine, wie zum Beispiel Bayern, ohne dass du sie jetzt natürlich schlecht reden sollst? Was machen sie anders? Ja, einfach auch mal dann eine Chance zu geben, sage ich mal. Bei Bayern ist halt dann immer so, die müssen jedes Spiel gewinnen, sonst, weiß ich nicht, ist gleich Holland in Not, sage ich mal. Und hier kann man einfach auch was probieren und zum Beispiel dann halt Simon auch eine Chance geben zum Ende der Saison. Und nee, die machen es alle gut. Ich verstehe mich auch super mit denen, sind nette Leute. Besonders weil ich auch erst 20 bin, ist das dann nochmal ein etwas engerer Kontakt, sage ich mal. Aber ja, ich würde sagen, das ist das Ding. Einfach die Chance zu geben, den Spielern zu geben, sich zu zeigen und wenn sie es dann gut machen, dann hat man ja auch nichts falsch gemacht, sage ich mal. Du warst, wie ich vorhin angesprochen habe, bei den Bayern. Irgendwie träumt jeder Spieler davon, so ich will Profi werden. Ich möchte im Champions-League-Finale stehen. Ich möchte den entscheidenden Siegtreffer im Finale schießen. War das dein Ziel, Profi zu werden bei einem Verein? Oder hast du auch immer gesagt, ich möchte unbedingt bei Bayern den Durchbruch schaffen? Nee, also nicht unbedingt jetzt bei Bayern. Also ich will einfach generell in der höchsten Liga spielen und das muss jetzt nicht unbedingt bei Bayern sein. Also ich sehe jetzt hier meine Chancen halt auch noch ein bisschen besser, weil da die Konkurrenz halt sehr, sehr hoch war, muss man sagen. Und wie gesagt, es halt auch nicht einfach war, weil die jedes Spiel gewinnen müssen und so weiter. Nee, ich versuche einfach, wie gesagt, mich in der Bundesliga zu etablieren und dann meine Chancen zu kriegen und die will ich dann natürlich nutzen. Ihr geht jetzt ins 9. Bundesliga-Jahr der FC Augsburg, genau, 2011 war die erste Saison. Seitdem geht man immer irgendwie so als Mannschaft, die eh nur unten mitspielt. Dann hat man die Kritiker vor kurzem überzeugen können, als man dann in der Europa League war. Was macht Manuel Baum, dass es schafft, immer die Kritiker zu überzeugen, dass man eben doch nicht um Abstieg mitspielt, sondern sich eben oben im Mittelfeld irgendwo etabliert? Er holt einfach die beste Leistung aus den Spielern raus. Er redet mit allen.
zeigt uns verschiedene Varianten, wie wir spielen können, auf jeden Gegner abgeschnitten, macht sich sehr viele Gedanken und ich glaube, das ist halt auch eine Stärke, dass man immer gut eingestellt auch ins Spiel gehen kann und wäre natürlich einfach schön, dann in die Europa League wiederzukommen. Ja. Er ist ja ein Mann aus der Jugend, der war ja jahrelang dort, also er kann mit euch auch gut umgehen? Ja, auf jeden Fall, also das muss man schon sagen, er redet mit allen und ja. Er weiß auch, wie er zu reden hat und wie er, oder wo er anzusetzen hat, dass jeder Spieler auch weiß, was er möchte. Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, der Erfolg kommt ja nicht von alleine. Der muss ja die Dinge richtig machen und das macht er meiner Meinung nach auch. Und ich denke, jeder ist zufrieden. Dann noch ein kleines Fazit zum Saisonziel, bevor die Saison startet. Wo steht der FCA am Ende? Europa League. Europa League. Also Fest oder Quali? Am liebsten Fest, aber wenn es in die Quali geht, nehmen wir das natürlich auch mit. Und dann gegen Liverpool, oder? Ja, genau. Da ist noch was offen. Da ist echt noch was offen, ja, das stimmt. Und Anfield zu spielen ist sicher auch als junger Spieler ein Erlebnis. Im Anfield? Im Anfield zu spielen. Ja, natürlich. Also ich denke, es gibt nichts Besseres. Wenn sowas kommen würde, dann wird ein Traum in Erfüllung gehen, auf jeden Fall auch. Ja. Dann wünsche ich dir für die Saison alles Gute, dass du verletzungsfrei bleibst natürlich. Das ist für einen jungen Spieler immer sehr wichtig, dass du die Spielpraxis auch kriegst. Ja. Und danke dir, dass du kurzfristig eingesprungen bist. Gar kein Problem. Alles klar.